In der Mühle gibt es wirklich mehr. Es lockt hier die Mühle. Also. Nee. Also, das ist schon mal Echtzeit. Ach toll, ja. Und schön, dass man sieht, wo hier die Mühle ist. Ja, das wird dann lustig. Mühle, wie toll. Das ist die Mühle. Da ist der Bahnhof. Ist hier die Jurisanlage? Nee. So. Hier ist der Hafen. Da ist der Bahnhof. Die Mühle ist, glaube ich, hier so. Genau, da ist. Hey, wo ist denn. Ich habe keine Ahnung, hier ist die Mühle ist. Da oben ist die Gaststätte. Da ist der Bahnhof. Da oben ist der. Ach nee, die Mühle ist, glaube ich. Moment. Ich glaube, das hier. Ich glaube, hier ist die Mühle. Da, wo der Grüne ist. Ja, nee, das ist der Landhandel. Hey, wo ist denn diese Die perfekte Scheiße. Nee, da ist die Mühle. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich das nicht mehr. Ich weiß, das ist so müde. Ach. Ich erinnere mich noch, als ich mich hier mit dem Mod drauf gemacht habe, mit den Apfelbäumen und dem mit dem Forstmod, dass man hier, dass wir hier Bäume setzen konnten und fällen konnten. Also, das war ganz schön anstrengend, das Spiel damit. Also, war nicht wirklich einfach. Also das hat sich ja nachher bei RS15 ein bisschen erleichtert, ein bisschen gelockert, das Spiel, war ein bisschen einfacher. Obwohl Hoffi oftmals mit dem scheiß Sammelkram nicht so wirklich klar kam. Die Hütze immer so gelegt, dass sie irgendwie runterplumpsten und blöd. War schon echt stressig, mit ihm Holz zu filmen. Aber was soll's. Hier geht mir ja echt auf den Senkel mit diesem DSLS-17. Ich hol's mir auch. Ab der 38. Aber ich werde das Ding, das hier weiter spielen. Ich weiß noch nicht, wie viel Folgen ich mache, aber ich muss so lange weiter. Ich spann mich dann am Schluss dran. Deswegen. Der Spinner von Claude oder
Dein Problem ist ja, dass du ältere Versionen dieses Spiels nicht mehr anfasst, wenn ein neueres da ist, weil dann ist es für ihn zu alt. Aber man kann gar keiner spielen, egal welchen Teil. Das ist echt behindert. So, jetzt kommt die Gäste. Das Beste immer zum Schluss. Du musst hier am besten das vierte Raps. Ja, das ist ein bisschen. Wie seht ihr das eigentlich mit den Spielen hier, also den Teilen? Spielt ihr auch noch die älteren Versionen oder zockt ihr so die nicht mehr sehen, sobald neuer da ist? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ob ihr keine Lust mehr habt oder ob es euch einfach zu alt ist, weil die Funktionen bei den Spielen ein bisschen anders sind als bei den neueren Teilen. Ich bin nicht klar, die Steuerung ist eine andere, die Steuerung ist vielleicht gleich, aber das Spiel, die Mechanik ist ein bisschen älter, aber im Grunde nur noch die gleiche. Die Grafik ist anders, okay. Lass mich zu, das ist normal, das ist sogar bei jedem Teil, egal ob man jetzt, ja, welches Spiel man vergleicht, ob man da ist Con Conquer, Call of Duty oder man da Vorteile vergleicht, das ist und das gleiche. Neuere Versionen von Spielen sind immer mit besserer Grafik verbunden. Das ist halt so. Das ist das gleiche wie mit Sims Deluxe, Sims 2, Sims 3, Sims 4. Also kann ich Menschen nicht verstehen, die sich ein Spiel kaufen, es dann spielen. Sobald eine neue Version draußen ist von einer Erweiterung vom Spiel, dann ist das ältere Spiel einfach, zu alt, spiel ich nicht mehr. Warum denn? Hat er nicht Platten? Dann werde ich nicht mehr anschubsen. Unfall. Halt mal, jetzt zu. Ach du Scheiße. Das war jetzt schlau von mir. Ja, ich bin echt intelligent. Ich muss jetzt eine Taste um die Stück zu setzen. Und welche waren die nochmal?
Ach Mann, hier. Ja, das war jetzt ein Blödsinn von mir. Ich weiß, ich kann mal hier irgendwie zur Silbe setzen, ich weiß nicht. Nur wie? Das ist die Frage.